Der Girm ist auch fußläufig gut zu erreichen. Und in dem Zuge würden natürlich auch Aufzüge von der Unterführung auf die Gleise realisiert werden. Nur davon, es hängt allein davon ab, ob die Bahn da bereit ist, im Grunde genommen Fläche und Geld in die Hand zu nehmen. Und vielleicht ist ja der Hessentag im Grunde genommen eine Möglichkeit, dass nicht nur der Busbahnhof zügig realisiert wird, sondern auch im Grunde genommen die Unterführung der Gleise nach Niedergirm ist. Zu der Unterführung Leichtplatz. Ich denke, dass man da mit Rollstuhl und mit dem Rollator nicht da. Im Kinderwagen könnte man runterkommen, aber diese Schienen sind zu schmal. Also für die heutigen Kinderwägen, die alle schick und schmal gebaut sind, ist es zu schmal. Und deshalb müssen wir trotzdem die Kinderwägen hochheben. Und also wir hatten das gerade in unserem Stadtteil in Frankfurt und da ist es verändert worden durch eine ganz kleine Verlängerung, also kein großer Aufwand. Und das wäre einfach so eine Anregung zu diesem. Ich meine, die Spur muss breiter werden. Genau, also die Wagen passen da nicht mehr rein. Die sind einfach zu schmal für diese Spuren. Dieser Mittelteil. Das kann man mal prüfen, das ist, ja. Wenn das so ist, freistellen muss. Und wir müssen Fördermittel bekommen vom Land. Und da gibt es auch eine Prioritätenliste. Und da hängen wir noch irgendwo im Mittelfeld. Und im Moment bekommen wir dieses Geld noch nicht, sondern erst kommen die Leute nach der Arbeit, die vor uns sind. Ich war neulich in der Altstadt unterwegs und musste auf Toilette und dann bin ich den Wegweiser hinterhergefahren, Steighausplatz. Ich kenne diese Toilette nicht, ich war da noch nie, das war das erste Mal, dass ich da war. Ich bin da hingekommen, erstes Mal schon mal, dass ich die Tür nicht aufgekriegt habe. Oder erstes Mal war erstmal, dass die Tür überhaupt nicht verschlossen war, obwohl es als Behindertentoilette ausgewiesen war. Normalerweise sind die verschlossen mit einem bestimmten Schlüssel, da kann man sich bestellen und jeder Behinderte hat eigentlich einen Schlüssel. Ja, ich war mal eben drin. Da habe ich dann die Tür aufgemacht, irgendwie mühselig. Das ging sehr schlecht, weil die Tür sehr schwerfällig war. Und dann bin ich mit meinem E-Rolli reingefahren, dann ging die Tür hinten nicht zu. Dann wollte ich auf die Toilette gehen. Die Toilette war so niedrig, also die war nicht erhöht, überhaupt nichts, obwohl es eben als Behindertentoilette ausgewiesen ist. Und das war unmöglich, ich konnte diese Toilette nicht benutzen. Das ging gar nicht. Das habe ich überhaupt nicht hinbekommen. Ich bin dann hoch zum Dom gefahren. Es war Gott sei Dank so, dass ich es noch einhalten. Ja, genau. Ich bin dann hoch zum Dom, da ist die Toilette gut, die ist auch abgeschlossen, Behindertentoilette und die ist prima. Aber unten am Steighausplatz, die ist unmöglich. Also das ist überhaupt nicht nullinger Behindertentoilette. Man kommt erstens mal also offen. Das heißt dann, dass das ganze Publikum dort auch auf die Toilette geht, was ist, und zweitens mal, die Tür kann man kaum aufkriegen, wenn man dann noch im Rollstuhl sitzt. Das ist total blöd. Dann passt der Rollstuhl nicht richtig. Problem habe ich erkannt, ich kann dazu nichts sagen, wir schreiben das mal auf. Das ist am Steighausplatz. Wir haben ein Ergebnis, was hier sich auch an der Tafel wiederfindet. Ich möchte es nochmal deutlich machen. Wir haben die Probleme gemeinsam gesehen und haben auch festgestellt, dass es welche sind. Da besteht eine Einigkeit darüber. Es gibt langfristige Lösungsstrategien. Das ist einmal eine Prüfung einer oberirdischen Querung im Bereich Leitzplatz. Insofern glimpflich abgegangen, als es nur Knochenbrüche waren, die jetzt auch schon so weit wieder verheilt sind, dass der Gips ab ist. Aber das Anliegen ist einfach, dass diese Stelle auch nochmal überprüft wird, so wie sie jetzt gemacht ist, ob hier eine Verbesserung der Sicherheit für Kinder bei der Querung des Magdalenenhäuser Weges hergestellt werden kann. Hintergrund ist, dass im Bereich Magdalenenhäuser Weg viele Familien mit Kindern wohnen. Das sind relativ große Wohnungen, in denen Familien mit vielen Kindern wohnen. Und wir haben sehr viele Spielplätze jetzt hier im Bereich des zentralen Grüns jetzt im Angebot, sodass sehr viele Kinder auch über den Magdalenenhäuser Weg gehen. Und in dem Fall hat es, wie gesagt, zu einem Unfall geführt, der jetzt auch durch das falsche Fahrverhalten der Fahrerin verursacht ist, aber halt sicherlich auch den Hintergrund hat, dass die Querung dort nicht ungefährlich ist. Soweit ich mich erinnern kann, ist diese Stelle an der Bus, wo die Querung da ist, wo die Verengung da ist im Magdalenenhäuser Weg, auch gleichzeitig unmittelbar davor oder dahinter die Bushaltestelle. Ne? Und ich glaube, dass dadurch auch Probleme entstehen können, wenn der Bus anhält und für den nachfolgenden Verkehr gar nicht einsehbar ist, wer kommt mir jetzt eigentlich entgegen? Und das ist alles sehr eng da an der Ecke. Also ich glaube, das ist ein bisschen zu eng zueinander gebaut. Also die Verengung und die Bushaltestelle, diese Kombination da zusammen. Die Verengung gemacht worden ist, um das Tempo rauszunehmen,
Und der Unfall ist wohl darauf zurückzuführen, dass da jemand zu schnell am verhaltenen Bus vorbeigefahren ist. Das ist mir eben so erklärt worden. Aber wir werden das nochmal überprüfen. So viele Möglichkeiten gibt es ja eigentlich. Es gibt ja immer nur Ampel, Zebrastreifen, Verengung oder man könnte so eine Auflastung vornehmen, wie so eine Stolperschwelle. Ja. Ich glaube, das ist Blitzen. Geblitzt wird ständig. Jetzt haben sie mich nämlich im letzten Jahr geblitzt. Ja. Ja. Aber sie blitzen eben nicht überall. Das ist das Problem. Zwei Wortmeldungen, ich bin ein Auto, ich wohne zum Beispiel, ich bin auch hier im Winkel groß geworden. Wir haben zwar die drei hier im Winkel, aber da sind manche auch unmöglich, bis mal was passiert ist. Ne? Da sind ja auch keine Helmschwellen oder irgendwas. Da ist zwar mit 30, aber da, ich höre das abends manchmal so oft, bis halt mal was passiert ist. Die rauschen da durch, also manchmal ganz unmöglich. Ne? Ja,